spezialisiere. Systeme online. Jo Leute, was geht ab? Hier ist Sax am Start und heute spielen wir die Black Ops 3 Beta auf der PlayStation 4, die heute rausgekommen ist. Ein Live-Let's Play hier, Team Deathmatch auf Hunted. Und zunächst einmal, wie man die Black Ops 3 Beta bekommt, ganz einfach. Ihr bestellt Black Ops 3 per PlayStation 4, also PSN Store vor. Und nachdem ihr die Beta fertig runtergeladen habt, storniert ihr sie. Und ja, dann habt ihr sie schon. Und ja, so einfach geht's. Falls ihr weitere Fragen habt zur Beta, wie man sie bekommt oder andere Fragen, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich bin immer offen, euch anzuworten. Und ja, jetzt geht's hier los. Wir sind hier in der Höhle drin. Also als allererstes die Maps. Die Maps sind sehr unoffen, muss ich sagen. Also man sieht nicht immer gleich die Gegner und hinter jeder Ecke kann einfach ein Gegner rausspringen. Also ich denke, dieses Jahr wird Black Ops 3 im Class Setup her, also jede Waffe braucht einfach Schaft oder schnell ziehen, was einfach wichtig ist. Ihr seht hier schon die Häuser, die Gänge, also hinter jeder Ecke kann einfach irgendwas kommen und man sieht jetzt nicht von Ferne irgendwie ein Gegner herkommen immer. Und ja, ihr seht hier schon Übersteuerung bereit, das ist jetzt mein Spezialist. Man kann andere Spezialisten auswählen, ich weiß jetzt nicht, was die machen, aber ich habe jetzt einfach mal Übersteuerung genommen. Ist gerade meine vierte oder fünfte Runde in Black Ops 3 Beta. Und ja, wir spielen hier gerade mit der ARK-7 mit Schnellziehen, Schalldämpfer und Reflexvisier. Und ja, ist eigentlich eine ganz gute Waffe. Habe ich mich schon reingewöhnt, mit der Waffe zu spielen hier. Und ja, wir sehen hier gerade keinen Gegner. Ah, jetzt haben wir eine Drohne, schön. Und jetzt schauen wir mal, wo die sind. Oder wo die herkommen. Aha, da ist einer. Aber schon Kill geklaut. Da ist noch gerade einer runtergesprungen. Und da kommt einer schon hier. Und wir haben einen Assist bekommen. Ich glaube, da kommt jetzt noch einer von irgendwo. Ja, wie gesagt, hier die Waffen. Also, ich finde die Waffen bisher richtig geil. Also, ich weiß nicht, ob es da wirklich eine overpowerte Waffe gibt, die jeder benutzt. Ich benutze bis jetzt gerade nur die ARK-7. Ob die overpowered ist, weiß ich nicht, aber die ganzen Waffen machen meiner Meinung nach bis jetzt eigentlich gleich viel Schaden. Ich habe bis jetzt keine Waffe entdeckt, von der ich sagen muss, hier, ja. Und ja, man kann unter Wasser schießen, wie ihr hier seht. Was auch richtig nice ist. Also bis jetzt finde ich das Spiel einfach geil. Keiner springt rum wie bei AW. Das finde ich schon mal gut. Also ihr seht hier, man kann irgendwie rumspringen. Aber ich glaube, das wird nicht so effektiv sein wie bei AW, also wird nicht so hilfreich sein. Also es gibt einfach keine Gegenstände, auf die man so hoch springen kann. Oder wenige. Und ja, wo sind jetzt hier die... Oh, ich bin direkt im Spawn, oh mein Gott, no. Oh shit, Alter, ich habe nicht mal gewusst, dass ich im Spawn hier gerade bin. Okay, egal, jetzt wissen wir, wo die sind. Und jetzt holen wir die uns alle. Da ist einer. Da ist einer. Okay. Also wie gesagt, einfach Beta runterladen, Black Ops 3 vorbestellen. Und schon bekommt ihr sie. Natürlich weitere Videos werden folgen, Class Setups und so weiter. Und da hinten sind schon welche. Und da ist einer. Der hat mich jetzt schon entdeckt, aber ich krieg ihn trotzdem nicht. Assist. Okay, was war das gerade? Oh shit, oh shit, oh shit. Da ist gerade jemand drin. Granate! Assist und wir haben wieder Übersteuerung. Wir können es benutzen. Also man kann die Exos jetzt, also oder die Spezialsachen nicht ganze Zeit einsetzen wie bei AW, finde ich eigentlich ganz gut. Da kommt wieder das alte COD zurück, nicht mit dem Rumgejumpen, nicht mit diesem futuristischen Setting. Und ja, jetzt müssen wir hier mal schauen, wo die ganzen Gegner bleiben. Ist es ein Gegner? Nein. Wo seid ihr? Okay. Man kann sich auch leveln in der Beta. Unten in der Beschreibung ist ein Video zum Klasseneditor. Okay, was war das eigentlich gerade? SpongeBoss. Ich hab
das Gefühl, ich werde beobachtet. Okay, da hinten ist nichts. Ich glaube, die müssten jetzt hier irgendwo spawnen. Da ist auch schon einer und den haben wir uns schon geholt hier. Und ich bin gerade runtergefallen. Oh nein. Also ist nicht wie AW, man kann hier nicht überall hinspringen. Okay. Da ist irgendjemand. Feind am Boden. 59 zu 28. Ja, das Spiel haben wir easy gewonnen hier. Mit unserem Team. Es macht richtig Fun, dieses Spiel zu spielen. Wieder mal was anderes außer AW. Und das ist hier mein Extra irgendwie. Ich sehe die hier gerade auf der Karte. Und da ist schon jemand hier, der gerade campt. Okay, wo ist der hin? Der ist gerade hier hochgejumpt. Holen wir uns. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Oder wo die Gegner sind. Oh. Hängt direkt in mein Visier rein. Okay, wo bin ich? Wo ist der? Wo ist der? Wer hat mich gerade abgeschossen? Wer hat mich gerade hier abgeschossen? Ich glaube, da drin ist jemand. Ja, da drin ist jemand und ich hab ihn. Doch nicht. Oh shit. Okay. Königsmörder. Okay. Und da haben wir schon den nächsten Kill. Was ist das? Blutgrünstig. Oh. Immer wieder was Schönes hier. Und eine Drohne. Also die Maps sind, wie gesagt, richtig... Also man muss eigentlich aufpassen. Immer im Visier bleiben. Am besten Schaft, Reflex und schnell ziehen. Beste Aufsätze. Okay, wer ist das? Oh. Hätten wir fast einen Turnaround geschafft. Und ja, das war's auch schon gleich mit dem Video. Noch 4 Kills. Mal sehen, ob wir den letzten hinkriegen können. Okay. Wo spawnen die denn? Wo spawnen die? Da war was. Ah, jetzt sind die auf der anderen Seite. Okay. Jetzt kommt schon der letzte Kill. Der letzte Kill. Können wir den letzten Kill schaffen? Wo seid ihr? Kommt her. Kommt her. Kommt her. Wo bist du? Nein. Sag mal, kriegt hier keinen letzten Kill oder was? Ah, jetzt haben wir es geschafft. Also erste Runde Black Ops 3 Beta hier auf unserem Kanal. In der Beschreibung werden weitere Videos folgen. Einfach abonnieren. Einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt in die Kommentare, was euch, also was euch alles einfällt zu Black Ops 3 Beta, eure Meinung und so weiter. Haut rein, euer StarQuest. Bis dann. Ciao.